Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen mal wieder zu einem Video vom Rasenfreak und ich werde heute auch ein ganz bisschen mehr erzählen als in den letzten Videos. Ihr fragt mich immer, Andreas, warum hast du eigentlich so viele Maschinen? Ja, ich habe so viele Maschinen, weil ich auf der einen Seite ein kleiner Rasenmäher-Fetischist bin. Auf der anderen Seite ist das unglaublich praktisch, viele Maschinen zu haben. Ich brauche heute vier Geräte, drei Maschinen und den Schleuderstreuer. Denn wir machen heute die ganz kleine Herbstoffensive. Die große Herbstoffensive habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Also hier so fett sanden und aerifizieren und was nicht alles, habe ich nicht geschafft. Wir haben doch eine Menge zu tun und wir haben auch hier familiär ein tolles Ereignis gehabt. Kommt noch mal später vielleicht. Ja, deswegen haben wir nicht so viel gemacht hier dieses Jahr im Herbst. Es ist schon ein relativ starker Herbst. Wir haben jetzt ein bisschen Urlaub gehabt und sind aus dem Urlaub zurück heute. Und wir müssen das mal tierisch aufräumen. Zeigen wir gleich, was hier alles im Garten so passiert ist in den paar Tagen, die wir nicht da waren. Die Eiche, die schmeißt ganz viele Eicheln zurzeit runter. Die Würmer buddeln ganz viele Wurmhaufen. Die Birke und auch die Felsenbirne fangen an, ihre Blätter runterzuschmeißen. Und hinten die Zwetsche hat immer noch Früchte, die runterfallen und auch schon ganz viele Blätter. Also der ganze Rasen liegt hier voll mit irgendwelchem Mist auf dem Rasen. Und das muss mal runter. Das kann man abhaken. Man kann aber auch mit dem Lüfter, mit einer Lüfterkassette sehr gut die Blätter aufsammeln und die Wurmhäufchen so ein bisschen wegbürsten. Kann man alles von Hand machen, kann man auch mit Maschinen machen. Dann mähen wir. Und dann sehe ich einfach nach. Ich habe noch ein bisschen Rest von meiner Fairway-Rasenmischung. Könnt ihr alles unten nachlesen, wenn ihr wollt, was ich da so verwende. Die werde ich jetzt hier raufhauen, den Rest. Ich werde ihn nicht vertikutieren. Vertikutieren wäre vielleicht ein bisschen besser, aber ist auch ein bisschen aggressiver. Ich will den Rasen jetzt nicht so stark mehr schädigen. Also lüften wir nur noch und sehen dann nochmal nach. Es ist eigentlich schon ein bisschen zu spät für diese ganze Geschichte. Normalerweise sollte die Bodentemperatur, die könnten wir noch mal messen übrigens, sollte die Bodentemperatur nicht unter 8 Grad sein. Jetzt, um noch nachzusehen, jetzt haben wir schon Mitte Oktober und das ist schon, Mitte Oktober, das ist schon jetzt grenzwertig spät für das Nachsehen. Es hängt natürlich sehr vom Wetter ab, wie jetzt natürlich das Wetter sich entwickelt, ob es kalt wird, ob es noch ein bisschen jetzt warm wird im Spätherbst, dann ist Nachsehen kein Problem. Wenn es natürlich jetzt kalt werden würde, Frost geben würde, dann kann man das Nachsehen vergessen. Das ist jetzt so ein bisschen eine Glückssache, ob es noch funktioniert. Dem ganzen Wetterbericht kann man ja auch nicht mehr trauen heute. Nein, alles gut, der Wetterbericht ist schon gut. Ja, also ich werde das jetzt machen heute, also große Herbstoffensive, kleine Herbstoffensive. Und da könnt ihr jetzt nochmal schön zuschauen. Viel Spaß dabei. Wenn ihr natürlich eurem Rasen was wirklich Gutes tun wollt, dann macht ihr das meiste mit der Hand. Und zwar mit so einem einfachen Laubrechen. Ich habe schon diesen Gardena-Rechen, ich glaube bestimmt schon 10, 15 Jahre. Mittlerweile ist der auch schon ein bisschen kaputt. Also, tatsächlich gibt dieser schöne Rechen seinen Geist auf. Er ist auch schon richtig abgenutzt hier an den Plastikzinken. Aber das Ding finde ich nach wie vor total super. Sehr schonende Behandlung des Rasens.
sehr schön kann man damit die Wurmhaufen verteilen, also ne, einhaken. Wunderbar kann man damit auch Laub aufhaken und die Eicheln aufhaken. Eigentlich ein tolles Gerät. Es gibt die auch noch mal größer, habe ich noch nie benutzt. Wäre auch noch mal eine ganz gute Idee. Also ich benutze das Ding sehr gerne, aber es ist am Ende, glaube ich, seines Lebens angekommen. Hierfür reicht es jetzt noch. Laub kann man sehr gut auch mit dem Sichelmäher, mit dem saugenden Sichelmäher aufnehmen. Man kann Laub auch sehr gut mulchen, machen auch sehr viele. Auch eine schöne Methode, einfach mit dem Mulchmäher oder mit dem Mulchansatz eines Sichelmähers das Gras einfach klein zu häckseln. Und dann fällt es wieder halt eben klein gehäckselt auf den Boden, in die Grasnarbe rein und wird sehr gut dann auch von den kleinen Mikroorganismen und Würmern aufgenommen. Funktioniert auch sehr gut, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Man muss das Laub nicht aufnehmen. Wir nehmen das Laub auf, weil wir nicht ganz so viele Würmer an der Oberfläche haben wollen. Je mehr Laub, je mehr Grasschnitt auf der Grasnarbe liegt, also wieder in den Boden zurückfällt, desto mehr freuen sich die Würmer darüber und kommen natürlich an die Oberfläche, um diese Dinge auch zu fressen. Was natürlich wieder super ist, weil Würmer erzeugen einen fantastischen Boden. Das, was die Würmer raus... was machen die eigentlich? Rauspupen? Keine Ahnung, ich bin da gerade vergesst. Also das, was diese Wurmhäufchen, wir reden mal von den Wurmhäufchen, die Wurmhäufchen sind also wunderbarer Boden, wunderbarer Humus. Ja, genau. Genau, also das ist eigentlich wunderbar, aber es ist eben nicht schön, wenn der Rasenmäher das Wurmhäufchen platt drückt und dann solche Spots hier, solche runden braunen Flecken entstehen. Vor allem bei kurzem Gras ist das so. Und deswegen muss das Wurmhäufchen vorher zerteilt werden. Ja, lieber Radflix, hier sieht man sehr schön auf meinem Grün die Wurmhäufchen, weil das Grün halt sehr kurz geschnitten ist. Ich habe jetzt die letzten Male auf 7 mm hier gemäht und da ist natürlich so ein Wurmhäufchen hier richtig dominant. So, und wenn man jetzt natürlich jetzt Folgendes macht, jetzt mal hier so an dieser, hier mal, nimm mal den hier, den Wurmhaufen. Und jetzt halt der Mäher kommt und darüber fährt, dann entsteht eben so eine platte, plattgedrückte Stelle und das feine Gras wird komplett zugedrückt. Und das ist überhaupt nicht gut. Zugedecktes Gras geht kaputt. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Wurmhäufchen verteilt werden. Damit kann man, das kann man auch mit einem einfachen Besen machen. Mit einem relativ harten, scharfen Besen kann man sehr gut die Wurmhäufchen verteilen. Das mache ich jetzt hier mal auf dieser Grünfläche. Und dann kann man mähen. Oh, herrlicher Herbst, herrlicher Herbst. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier sieht man immer so ein paar Wurmhaufenbrocken. Man sieht, dass diese Wurmhaufen relativ hart sind, auch relativ trocken. Obwohl ich einen sehr sandigen Boden habe, zerfallen diese Wurmhaufen nicht so leicht. Es ist wirklich wichtig und optimal, möglichst viel Sand auf seine Grasnarbe zu streuen, weil dann kann man auch sehr viel leichter die Wurmhäubchen wieder einarbeiten.
Das habe ich eben leider auch dieses Jahr nicht so oft gemacht. Und deswegen sind die Wurmhäufchen schon so ein bisschen härter, so ein bisschen verklebter. Wenn sie noch sandiger wären, könnte man sie noch leichter einarbeiten. Und das muss ich nächstes Mal besser machen. Genau. Warum nehme ich jetzt den Sportman? Und warum nehme ich nicht den E-Flex? Warum nehme ich nicht meinen Edgo? Der Sportman lässt sich unheimlich leicht umstellen. Ganz leicht auf die unterschiedlichen Höhen einstellen. Beim E-Flex ist das ein ganzes Stück komplizierter. Mit der Lehre arbeiten. Der Sportman hat eine schöne Skala, die auch wirklich gut passt. Und deswegen nehme ich tatsächlich für die ganz kurz geschnittenen Flächen, hier also für mein Grün, den Sportman. Für die Fairway, also für die normal geschnittene Fläche 16 mm, nehme ich meinen E-Flex, weil der eben schön leise ist und auch gut mäht. Manchmal nehme ich auch meinen Sportman, je nachdem wie ich Spaß habe, aber wie ich Spaß habe, wozu ich gerade Lust habe. Beide Maschinen mähen sehr gut. Und ja, heute hier also der Sportman auf. Gucken wir nochmal. 8 mm. Hier sieht man jetzt tatsächlich sehr schön schon den Unterschied zwischen der, naja, wie lange ist das jetzt her, vielleicht eine Woche, hochstehenden Fläche und der auf 8 mm gemähten Fläche. Hammer, wie deutlich das ist. Oh, wie gut das aussieht, Wahnsinn. Ja, man sieht hier trotzdem noch die eine oder andere Wurmhaufenstelle, wo der Mutterboden so ein bisschen stärker angehäuft ist. Ja, ist halt nicht zu ändern. Es ist grenzwertig. Man muss halt wirklich dafür sorgen, dass die Wurmhaufen möglichst gut verteilt sind und dann kann man erst mähen. Freaks. Ja, ja, herrlich, so eine frisch gemähte Fläche ist doch ein Traum. Die Lochkante, das mache ich auch nicht immer, also, aber gerade weil es heute so schön ist, kann man mal wieder schön die Lochkante schneiden. Dann sieht das richtig cool aus. Und wie auch viele ja feststellen, da muss man schon ein bisschen verrückt sein, wenn man sowas cool findet. Aber genau deswegen machen wir das.
Ja, lieber Rahmenfix, das ist echt ein Wahnsinn. Letztes Jahr hat die Eiche nur wirklich ganz wenig Eicheln gehabt. Und dieses Jahr ist das gigantisch. Also es wird ein harter Winter. Ein ganz knallharter Winter, ja, vielleicht. Das meiste ist jetzt weg. Jetzt mähe ich erstmal das Hohlgras, sauge dabei noch ein paar Blätter auf und dann fangen wir hier an zu lüften. Eigentlich müsste ich zum Schluss lüften. Eigentlich müsste ich erst mähen und dann lüften. Also besser wäre tatsächlich erst zu mähen, dann zu lüften und dann die Rasensaat zu streuen und dann noch festzuwalzen. Das ist nicht ganz optimal. Aber ein bisschen Kreativität und ein bisschen Freestyle darf auch sein. Lieber Rahmenfüchs, ich muss euch ja noch die Geschichte erzählen vom Sabo-Sichelmäher. Wie ihr ja gesehen habt in diesem Video, hatte ich einen 47er Sabo mit weißem Fangkorb und jetzt habe ich einen 43er Sabo mit schwarzem Fangkorb. Warum denn das? Ja, das ist ein ziemliches Drama. Ich bin von diesem 47er Sabo total enttäuscht worden. Dieser großer Sabo-Mäher hat zwar einen schönen leisen Motor, aber hat ein wirklich für meine Ohren extremes Pfeifgeräusch entwickelt. Wohl aus diesem Turbo, Turbolüfter. Es war gruselig. Also mich hat dieses Geräusch total genervt. Da bin ich mehrere Male beim Händler gewesen. Wir haben die verschiedenen Mäher verglichen und leider hat er mir dann bewiesen, dass tatsächlich dieses Geräusch ja typisch ist, wohl für diese Rasenmäher, aber ich fand es furchtbar. Und dieser 43er Sabo, der ist von meinem Vater und der hat dieses Geräusch nicht. Der hat nicht dieses hohe Pfeifen, der läuft viel ruhiger. Der hat auch einen anderen Motor, der hat hier den Bridge in Stratton Motor drauf und der andere hatte, glaube ich, irgendeiner Motor drauf. Jetzt steht also dieser neue, größere Mäher bei meinem Vater. Da mähe ich sowieso auch immer. Da ist das nicht so nervig, weil es auch eine ganz kleine Fläche ist. Hier mähe ich doch sehr viel und sehr lange. Und da stört mich das Geräusch und ich weiß, wie auch empfindlich meine Nachbarn sind. Deswegen haben wir jetzt getauscht und der Mäher ist echt schön leise und ruhig. Und mit dem kann man gut mähen. Und deswegen halt hier jetzt der andere Mäher. Vielleicht noch einen kurzen Satz hier zur Schnitthöhe. Dieses hohe Gras mähe ich auf 45 mm. Also das sind 45 mm. Das sind ungeschnittene 16. Das ist jetzt auch schon relativ weit rausgewachsen. Aber das mähe ich nach wie vor auf 16. Das Grün auf 8 mm, 7, 8 mm. Das habe ich wieder auf 8 mm gemäht. Man sagt immer, man soll zum Winter hin das Gras höher stehen lassen. Das ist auch richtig. Dadurch ist das Gras robuster. Allerdings, ich tue das nicht. Ich lasse die Schnitthöhen so, wie sie sind. Und wenn das Gras im Winter auch mal rausgewachsen ist, dann mähe ich tatsächlich auch mitten im Winter mal über. Und ich sage immer an der Stelle, auf Golfplätzen machen sie genau das Gleiche. Und da muss der Rasen auch überleben. Da muss der Rasen auch schön aussehen und schön bleiben. Und von daher dieses Wechseln der Schnitthöhen ist nicht meins. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr es
selber macht, aber ich bleibe einfach bei meinen Schnitthöhen. So. Ja, hier sieht man das überall, ne? Überall. Ja, wie ihr hier seht, liebe Rasenfreaks, habe ich leider doch hier in dieser Durchbruchstelle, wo ich mal neu gesät habe, was wir hier neu gemacht haben vor 2 Jahren, habe ich doch eine ganze Menge Rotspitzigkeit drin. Ja, ist nicht schön. Das kommt auch besonders, wenn man nicht gleichmäßig und stickstoffhaltig genug düngt. Also hier ist anscheinend ein wirklich großer Stickstoffmangel in diesem sehr, sehr sandigen Boden, der jetzt gerade hier im Durchbruch ist. Und da hat sich jetzt wirklich die Rotspitzigkeit stark ausgebreitet. Das ist ein Pilz, der die Gräser schädigt und der so ein rotes Myzel hat. Das kann man eigentlich relativ gut erkennen, diese Pilzkrankheit. Die einfachste Methode ist wirklich eine vernünftige Nährstoffversorgung mit ausreichend Stickstoff. Und das habe ich hier nicht gemacht. Und deswegen habe ich hier jetzt leider so viele Stellen, die jetzt so ein bisschen zurückgehen. Aber gut sieht das noch nicht aus. Tja, ja, so machen wir alle Fehler. Es gibt ja so viele Fragen immer und ich beantworte immer so selten diese Fragen in Videos. Ich habe hier so eine schöne Kante, ne? Hier so eine schöne Mähkante. Diese Mähkante haben wir mal angelegt, weil sie eigentlich für Spindelmäher optimal ist, nicht für Sichelmäher. Wir hatten ja früher hier die ganze Fläche bis zum Rand gemäht mit den Spindelmähern und da ist hier so eine Kante perfekt. Man kann mit dem Spindelmäher hier ein Stück weit rüberfahren und kann bis zum Rand wunderbar diese Kante abmähen und muss dann mit dem Freischneider, mit dem Rasentrimmer, schönes Video übrigens, hier nur noch die Kante ab und zu mal behandeln. Wird sehr, sehr schön, sehr sauber. Mit dem Sichelmäher funktioniert das nicht gut. Und da ich jetzt diese unterschiedlichen Höhen wieder eingeführt habe, weil ich das ganz schick finde, weil das so ein bisschen Golfplatzcharakter hat, habe ich jetzt Probleme, hier vernünftig an den Rand ran zu mähen. Und wenn man hier mit dem Sichelmäher, mit den Rädern hier rüberkommt, gibt es gleich ganz, ganz böse Schadstellen. Und deswegen muss man mal ein bisschen Abstand fahren. Das ist also für ein Sichelmäher nicht optimal. Auch das wollte ich immer schon mal euch erzählen. Das ist wirklich an den Sabo-Mähern wirklich klasse. Die saugen wirklich hervorragend das Laub oder auch das Gras hoch. Sieht man hier auch sehr schön, wie er das Laub hier aufsammelt. Kann man also wirklich auch gut als Laubsammler benutzen, das Gerät. Das Laub wird dann gleich schön klein gehäckselt. Und könnte man auch ganz gut kompostieren. Ne? So eine Mischung aus Grasschnitt und Laub. Perfekt. Das nennt sich Herbst. Das nennt sich Herbst. Eben noch Sonne. Schön, fantastisch, warm. Und jetzt regnet das. Ich bin nicht fertig. Wir müssen abbrechen. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Und es kommt der zweite Teil. Demnächst für euch. Tschüss. So.